Es war alles wie immer. Zum Auftakt der Ulrichswoche wurde der Sarg des heiligen Ulrich in die Mitte der Basilika, in die Mitte der Gemeinschaft gestellt. Es ist das Zeichen dafür, dass Ulrich als Patron des Bistums, als Heiliger, als Vorbild des Glaubens bei uns ist. Und doch war nicht alles wie immer, denn der Ulrichsschrein wurde erst nach der Predigt von Bischof Bertram Mayer Teil des Gottesdienstes. Das war der eigentliche Start der Ulrichswoche. Und auch am 4. Juli, am Hochfest des heiligen Ulrich, war erst alles wie immer. Eine Woche lang würde sich nun alles um den Bistumspatron drehen, der am 28. Dezember 923 zum Bischof von Augsburg geweiht wurde und dieses Amt 50 Jahre bis zu seinem Tod am 4. Juli 973 innehatte. Und doch war nicht alles wie immer, denn der 62. Nachfolger im Augsburger Bischofsamt kündigte ein Doppeljubiläum für das Bistum an. 1100 Jahre Bischofsweihe und 1050 Jahre Tod des heiligen Ulrich. Weil ich glaube, dass wir einen geistlichen und seelsorglichen Impuls im Bistum brauchen. Wir reden so viel von synodaler Kirche, von Strukturreformen, neuen Organigrammen. Allein das ist natürlich wichtig. Die Volkskirche ist am Schwinden, aber das heißt ja nicht, dass wir ein Downsizing-Programm auflegen, sondern wir müssen auch nach vorne blicken. Und unser Kerngeschäft ist ja, den Menschen von heute das Evangelium anzubieten. Und darum soll es bei diesem Jubiläum primär gehen. Das Jubiläumsjahr wird mit dem Ulrichsfest 2023 beginnen und mit der Ulrichswoche 2024 enden. Ulrich gilt bis heute als Streiter in der Not. In der diesjährigen Ulrichswoche wird außerdem seine fürsorgliche und väterliche Seite betont. Mit dem Herzen eines Vaters, so lautet das Motto der Festwoche und ist damit ganz im Einklang mit dem Jubiläumsschreiben, das Papst Franziskus zu Ehren des heiligen Josef herausgegeben hat. Das Wichtige beim Ulrich ist nicht so sehr die Rolle als Krieger, als Bischof hoch zu Ross, sondern als Hirte mit dem Herzen eines Vaters, feinfühlig wie eine Mutter. Und so ist er durch die ganze Diözese gereist, unermüdlich, hat nicht nur Messen gefeiert und Sakramente gespendet. Er war im Gespräch mit vielen Menschen, er hat vermittelt, er hat vor allem auch die Leute am Rand zu sich geholt, an den Tisch, hat mit ihnen gegessen und getrunken. Und wenn ich als kleiner Bischof Bertram an diesem großen Mann ein bisschen auch Maß nehmen kann, dann glaube ich, ist dieses Jubiläum nicht nur was für die Diözese, sondern auch für den jetzigen Bischof. Ulrich war ein wahrhaft großer und großartiger Mensch. Geblieben sind uns nicht nur seine sterblichen Überreste in dem kleinen Schrein, geblieben ist vor allem sein Vorbild, die Erinnerung an einen Mann von gewinnender Heiterkeit und beeindruckender Frömmigkeit.